Willkommen zu den Cannabis-News aus dem Oktober. Europäisches Parlament genehmigt Anhebung des THC-Grenzwertes. Das Europäische Parlament hat dafür gestimmt, den genehmigten THC-Gehalt für Industriehanf in den EU-Ländern auf einen einheitlichen Wert von 0,3% zu setzen. Dies ist ein historischer Moment für unsere Industrie, für unsere Landwirte, für eine grüne Zukunft und für alle Europäer, sagte Eier-Präsident Daniel Kruse. Schließlich hat die EU jetzt wieder gleiche Wettbewerbsbedingungen mit der globalen Hanfindustrie geschaffen. Österreich. 140 Kilogramm Cannabis in vermeintlichen leeren LKW entdeckt. Es sei dies der größte Drogenaufgriff seit Jahren, hieß es in der Pressemitteilung des Finanzministeriums. Ein albanischer LKW kam den Zöllnern bei einer Kontrolle verdächtig vor. Als einer der Beamten unter den Sattelanhänger kletterte, entdeckte er einen Hohlraum. In dem freigelegten Versteck wurden dann 140 Kilogramm Cannabis gefunden. Der Fahrer aus Montenegro wurde dem LKA Oberösterreich übergeben. Die Staatsanwaltschaft Ried verhängte Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen laufen noch. Spanien. Razzia führte zu Verwirrung in der Hanfbranche. Eine Operation der Anti-Drogen-Staatsanwaltschaft hat eine der größten Cannabis-Saatgutbanken in Spanien durchsucht. Die Untersuchung Inser Toro erfolgte im Geheimen und wurde zwischen dem 15. und 17. September diesen Jahres durchgeführt. Sie führte zu mehreren Verhaftungen sowie Hausdurchsuchungen. Außerdem wurden Hanfsamen im Wert von über 100 Millionen Euro beschlagnahmt. Dies ist ein unglaublicher Zugriff, der einen Weg der Unsicherheit für den gesamten Sektor bedeutet. Für die, die sich wie wir mit dem Kauf und Verkauf von Cannabis-Samen widmen, sagt das Unternehmen. Wir dachten, die Legalität dieses Geschäftsmodells wäre klar definiert und biete Rechtssicherheit und Vertrauen. Schweiz. Zugang zu Cannabis-Medikamenten. Die Gesundheitskommission des Nationalrates hat mit 22-3 Stimmen entschieden, dass Patientinnen und Patienten schneller und einfacher Zugang zu Behandlung mit Cannabis-Medikamenten erhalten sollen. Die Änderung des Betäubungsmittelgesetzes sieht vor, dass Ärzte Cannabis-Arzneimittel künftig direkt verschreiben können. Sie sollen Behandlung aber melden und relevante Daten an das Bundesamt für Gesundheit übermitteln, um die Wirkung der Gesetzesänderung zu untersuchen. Gleichzeitig soll mit der Vorlage der Anbau, die Herstellung, Verarbeitung und der Handel von medizinisch genutzten Cannabis möglich werden. Italien. CBD in Italien nun Betäubungsmittel? Ja, laut dem Amtsblatt der Italienischen Republik veröffentlichten Beschluss sollte die orale Verabreichung von CBD, welches aus Cannabisextrakten gewonnen wird, in die Arzneimittelliste des Landes aufgenommen werden. Demnach wären Öle für die unbestimmte Verwendung illegal. Das italienische Gesundheitsministerium hat das erlassene Dekret aufgehoben. Gesundheitsminister Roberto Speranza hat gestern einen zweiten Beschluss erlassen, der das Original annulliert. Das Ministerium teilte mit, dass nun eine Arbeitsgruppe einberufen werde, die sich systematisch und umfassend mit dem Status von CBD befassen soll. Auch fordern sie die Regierung zur Neubewertung der Einstufung von Cannabis auf. USA. USA-Bundesstaaten stehen kurz vor der Cannabis-Freigabe. In Arizona, Montana, New Jersey und South Dakota wird über die Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken abgestimmt. In Mississippi über die medizinische Verwendung. Die Zahl der Staaten, in denen legal Cannabis konsumiert werden darf, könnte sich nach der Wahl somit von 11 auf 15 erhöhen. Deutschland. Cannabis-Ampel in Gelsenkirchen. Polizeibeamte stellten am 30. September fest, dass die Grünlichtzeichen der vier Ampeln an einer Kreuzung im Stadtteil Rotthausen in Form eines Hanfblattes leuchteten. Unbekannte Täter haben dieses Kunstwerks mit Hilfe von Klebeband und Lack geschaffen. Herzlichen Glückwunsch. Frankreich sucht Cannabisproduzenten. Der französische Minister für Solidarität und Gesundheit hat einen Beschluss unterzeichnet, in dem festgelegt ist, wie ein Pilotprogramm mit medizinischem Cannabis versorgt wird. Letztendlich
sollen die verwendeten Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das Experiment ist daher keine unmittelbare Einnahmequelle für Cannabisproduzenten. Diese tragen jedoch die Verantwortung für die Belieferung von Apotheken ohne die Unterstützung von öffentlichen Geldern. Wir sind gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ja, wir hoffen, für euch hat die Sendung funktioniert und ihr lasst einen Kommentar da, wie immer, abonniert uns und bleibt vor allem gesund und lasst euch nicht alles gefallen. Stimmt, ich habe da noch eine Meldung in eigener Sache. Wir führen noch das fetteste Gewinnspiel aller Zeiten durch. Das könnt ihr sehen bei Instagram, Facebook und jetzt auch bei YouTube. Nehmt noch schnell teil. Das wäre doch vielleicht ein schönes, tolles Vorweihnachtliches. Dankeschön. Das wäre doch ein tolles Vorweihnachtliches Geschenk. Mann! Bis dahin, Baba. Ciao.